Herzlich willkommen zu Sozialpsychologie mit Professor Erb. Wir möchten heute über das Studium der Psychologie sprechen. Was sind Voraussetzungen, was sind Inhalte des Studiums und was kann man am Ende mit dem Studium eigentlich draußen machen? Viel Spaß! Guten Tag, Herr Professor. Ja, schönen guten Tag, Judith. Wir wollen hier heute über das Fach Psychologie sprechen und insbesondere über das Studium. Also ich kenne viele junge Leute, die sagen, ich möchte unbedingt Psychologie studieren. Und jetzt sind ja, es gibt viele Vorurteile und viele können sich auch nicht so viel darunter vorstellen. Deswegen, ja. Deswegen machen wir heute dieses Video. Genau. Es gab natürlich auch schon jede Menge Anfragen an uns. Könnt ihr nicht sowas mal machen? Per E-Mail übrigens. Es lohnt sich durchaus auch, die Kommentarfunktion auch mal zu verwenden. Wir lesen das alles durch und wir reagieren ja auch darauf. Jetzt viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sind ja schon Psychologiestudenten oder Studentinnen. Interessant ist unser Video wahrscheinlich trotzdem auch für den. Was sind unsere Erfahrungen? Wie sieht das aus von Seite der Dozenten, Dozentinnen, für die ich dann sprechen kann? Sie selbst studieren ja noch im Masterstudium. Da können Sie ein bisschen was auch dazu erzählen. Und möglicherweise überlegen sich ja auch viele, ich möchte Psychologie studieren. Aber was kommt da auf mich zu? Solche Fragen wollen wir heute mal beantworten. Ja, gerne. Was sind denn eigentlich so die Voraussetzungen? Also jetzt mal aus Sicht des Professors, was muss man mitbringen, wenn man Psychologie studieren möchte? Ja, es gibt natürlich auch erstmal eine formale Voraussetzung. Das wird ja sehr häufig diskutiert in der im Fach Psychologie, aber auch in der Medizin. Das ist dieser berühmte Numerus Clausus, der NC, also die Eingangsvoraussetzung für eine Universität. Das macht ja jede Universität für sich. Und dann kann man ein Jahr später kann man dann sozusagen nachlesen, wer wurde da noch angenommen, mit welchem Abiturdurchschnitt. Und das ist natürlich manchmal ein bisschen schwierig bei Psychologie, denn die Anforderungen sind da vergleichsweise hoch. Also es gibt dann wirklich Universitäten, die dann ein NC hatten von 1,0 und solche Geschichten. Das tut vielleicht dann manchen weh, der mit 2,2 oder so sich dann überlegt, Psychologie zu studieren. Ich würde trotzdem allen erstmal empfehlen, sich zu bewerben, sich an vielen Stellen zu bewerben, auch wenn man ein bisschen flexibel ist, was jetzt die Stadt betrifft, wo man studieren möchte und so, glaube ich, hat man auch immer mal wieder noch eine Chance im Nachrückverfahren. Leute, die einen Studienplatz bekommen haben, nehmen den nicht an, vielleicht haben sie auch an mehreren Stellen beworben und können dann eine Auswahl treffen. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Sonst gibt es natürlich auch Studierende, die ins Ausland gehen. Wir haben relativ viele in Österreich. Die Lehrsprache ist auch Deutsch. Insofern hat man da kein Problem. Und die haben in dem Sinne auch keinen NC. Also kann man auch mit dem Abitur, das jetzt nicht so wahnsinnig toll ist, sage ich mal, aus vielerlei Gründen übrigens, kann man dann natürlich auch studieren. In Holland wird sehr häufig studiert, also an niederländischen Universitäten. Es sind auch viele deutsche junge Leute, die an der Stelle Psychologie studieren. Sonst gibt es natürlich auch private Universitäten. Ich habe es mir jetzt mal angeguckt. Also es sind auch anerkannte Studiengänge. Darauf sollte man achten. Ist das überhaupt anerkannt? Gibt es genügend ECTS-Punkte und so weiter? Sollte man da auch noch mal vergleichen, wenn man sich für so etwas entscheidet. Aber das gibt es auch und das ist sind vollwertige Studiengänge, die dann auch einen Bachelor- oder einen Masterabschluss am Ende produzieren. Das kann dann aber auch teuer werden. Also private Universitäten, ich habe jetzt hier im Raum Hamburg mal geschaut, das liegt ja vor der Haustür bei uns, das sind dann schon so um die 800 Euro im Monat und das kann sich auch nicht jeder leisten. Es kommen ja noch mehr dazu, man muss Bücher kaufen, vielleicht da wohnen, was essen auch noch, ne, ab und zu. Das sind also, ist einmal diese Art Voraussetzungen, ja, diese Art, ja, technische Voraussetzungen, könnte man sagen, oder notwendig, möglichst gutes Abitur, führt dazu, dass man eher Chancen hat, an einer deutschen Universität dann auch einen Studienplatz zu bekommen. Die inhaltlichen Voraussetzungen, das kommt ja auch so ein bisschen drauf an. Ne? Viele junge Leute wissen ja gar nicht so recht, bin ich geeignet für dieses Fach? Und ich frage mal zurück, wie war es denn bei Ihnen, Frau Balzukat? Was haben Sie jetzt heute für ein Gefühl? Was waren denn jetzt gute Voraussetzungen, die Sie mitgebracht haben aus der Schule, aus Ihrer Schullaufbahn, aus dem Abitur? Was konnten Sie denn besonders gut verwenden?
Ja, also ein Schulfach, was auf jeden Fall unabdinglich war, war die englische Sprache. Also ich muss Ihnen ja nicht sagen, dass die Literatur in Psychologie nur auf Englisch ist. Man liest also ständig englische Literatur. Es gibt deutsche Lehrbücher, ja, aber damit kommt man einfach nicht aus. Man muss dann in die Originalartikel schauen und die sind nun mal auf Englisch. Also wer sich mit Englisch doch sehr schwer tut, ist dann ein bisschen schwierig. Ja, ansonsten haben wir natürlich Mathematik. Also die Psychologie rechnet, es ist eine empirische Wissenschaft, deswegen benutzen wir auch ja, irgendwelche mathematischen Sachen, ich in dem Fall dann Statistik. Und ja, es sind vielleicht nur ein, zwei oder drei Trimester, die dann offiziell Statistik gelehrt wird und man lernt es vielleicht nur drei Trimester oder Semester lang, aber man muss ständig mit dieser Mathematik in Verbindung sein, also man kommt einfach nicht drum rum, dann die Zahlen zu interpretieren und so eine, ja, wenn man so eine ganz negative Beziehung schon zu Zahlen hat, dann wird es einem auch nicht einfacher fallen. Ansonsten fällt mir noch ein, die Biologie. Natürlich zum einen wegen des Faches biologische Psychologie. Da lernt man dann viel nochmal, also auch aufbauend darauf, was man dann schon vielleicht in der Oberstufe im Leistungskurs in Biologie hatte. Und ich habe auch oft beobachtet, die Biologie nicht mehr in der Oberstufe hatten, die haben sich doch ein bisschen schwer getan am Anfang. Die hatten dann viel nachzuholen. Und einige Modelle sind auch ähnlich. Also man kann da schon so gewisse Beziehungen finden. Ja, das ist dann mehr so die Art zu denken. Ja. Das finden wir dann, ne? Ist nicht unbedingt immer der Inhalt, sondern auch manchmal die Art zu denken und so. Da gibt es ja gewisse Parallelen zu solchen Fächern wie Biologie. Ja, das kann ich eigentlich auch bestätigen. Sonst Mathematik ist eine Geschichte. Im Studium rechnet man eigentlich auch sehr viel. Also man muss jetzt nicht unbedingt irgendwas herleiten oder einen Satz beweisen oder sowas, sondern es ist eigentlich eher eine Anwendung von mathematischen Grundlagen, von mathematischen Überlegungen. Andererseits hilft natürlich Mathe immer, wenn man geübt ist, analytisch zu denken. Und auch das wird schon häufiger auch im Psychologiestudium erwartet. Und ja, und dann kommt man an die Uni. Ja, dann geht's los. Typischerweise mit einem Bachelorstudium. Ja. Das geht so 6 Semester im Durchschnitt an Universitäten. Manche haben ein Trimestersystem und so weiter. Aber auf all die Details kann man gar nicht eingehen. Und die Universitäten haben natürlich auch ihre eigenen Studiengänge selbst konzipiert. Das ist also nicht so, dass das immer überall 100% gleich wäre. Im Bachelor ist es aber doch so, dass so Grundlagenfächer gelehrt werden, also Fächer, mit denen man so Grundlagen legt, darüber zu verstehen, wie verhalten sich Menschen, wie kann man das erklären. Und vielleicht könnten wir zu den Fächern noch ein bisschen was sagen. Das Erste, was man so inhaltlich lernt, Statistik haben wir schon angesprochen. Genau, Statistik, biologische hatten wir auch schon jetzt. Biologische Psychologie lernt man, es gibt Gehirnfunktionen, man muss über die Physiologie der Nerven Bescheid wissen, vieles andere mehr. Wie Emotionen funktionieren, wo das im Kopf dann funkt und so weiter, die haben wir also. Dann haben wir die allgemeine Psychologie, da lernt man typischerweise etwas über das Gedächtnis, das Lernen, also wie lernen Menschen. Motivation. Die Motivation ist ein wichtiges Thema, auch Emotionen, wo kommt das her? Das ist also die allgemeine Psychologie, eine sehr experimentell auch ausgerichtete Psychologie. Dann denke ich gerade noch an die Entwicklungspsychologie. Und da lernt man, wie Menschen sich entwickeln, in ihrer Psyche. Wie ist das als dreijähriges Kind? Aber das hört nicht auf mit dem Kindheitsalter oder mit der Adoleszenz, sondern das geht auch bis ins hohe Lebensalter. Was verändert sich, wenn man 50, 60, 70 Jahre alt wird, im Denken, im Fühlen und so weiter? Das ist das. An was habe ich jetzt noch gar nicht gedacht? Die Persönlichkeitspsychologie? Oh ja, eine ganz wichtige Psychologie, die Persönlichkeitspsychologie. Und hier ist also der Fokus darauf, wie unterscheiden sich Menschen. Früher hieß es ja auch mal differenzielle Psychologie. Der Begriff wird heute ja nicht mehr verwendet. Aber man erfährt was über Persönlichkeitseigenschaften von Menschen.
Extraversion kennt wahrscheinlich jeder, also das ist dann auch so eine Charaktereigenschaft, könnte man sagen. Wie sind Menschen, aber auch Leistungsparameter, etwa Intelligenz, ganz großes Thema, auch in der Persönlichkeitspsychologie. Wie unterscheidet man zwischen intelligenten und weniger intelligenten Menschen? Wie kann man das messen? Welche Konsequenzen hat das? Also es ist so ein bisschen eine andere Psychologie als an anderen, vielen anderen Stellen, etwa in der Entwicklungspsychologie oder in der Allgemeinpsychologie sucht man allgemeine Gesetzmäßigkeiten, nach denen mehr oder weniger alle Menschen funktionieren. Und die Unterschiede zwischen den Menschen, dieses jetzt Thema in der Persönlichkeitspsychologie. Was brauchen wir noch für den Bachelor? Die Sozialpsychologie. Die Sozialpsychologie natürlich auch. Das ist ja mehr mein Gebiet. Darüber haben wir jede Menge Videos, was da passiert. Kurz zusammengefasst. Es geht um das Zusammenleben der Menschen. Wie ist das? Wie nehmen wir andere Menschen wahr? Wie reagieren wir auf andere Menschen? Sozialer Einfluss. Beeinflussen mich andere Menschen? Ja, all diese Gesetzmäßigkeiten werden in der Sozialpsychologie dann auch behandelt. Ja, und dann noch ganz wichtig natürlich die Methodenlehre. Die ist nicht von der Hand zu weisen und auch nicht zu unterschätzen, weil sie ist ja irgendwie Grundlage, um überhaupt die Forschung auch der anderen Disziplinen zu verstehen und Testtheorie, Diagnostik. Ja, das gibt es auch schon im Bachelor. Das hängt natürlich auch von den Universitäten ab, wann das eingeführt wird. Aber ein Teil Diagnostik ist bestimmt auch schon da. Und natürlich auch Anwendungsfächer. Wir haben die Arbeits- und Organisations- und Wirtschaftspsychologie, wo also Fragestellungen aus der Wirtschaft, aus Organisationen bearbeitet werden, Personalentwicklung, Personalauswahl, Führung, das sind so typische Themen aus diesem Bereich. Dann klinische Psychologie, also dieser Bereich etwa in Richtung Therapie, sich auseinandersetzen mit psychischen Erkrankungen, Depression, andere Angststörungen und so weiter. Auch da lernt man typischerweise schon etwas. Und wie Sie auch schon richtig sagen, Methoden, man braucht die Methoden, damit man am Ende auch verstehen kann, was inhaltlich gelehrt wird. Also wie ist man da vorgegangen? Was bedeutet es, wenn Merkmale miteinander korrelieren, ein Begriff, der sehr häufig vorkommt bei Ihnen auch im Studium, oder? Oder auch experimentelle Ansätze. Wie kann man Versuchspläne erstellen? Wie kann man tatsächlich dann auch Erkenntnisse gewinnen? Auf welche Art und Weise kriegt man das hin? So, dann ist man irgendwann fertig mit dem Bachelor und dann folgt ja typischerweise der Master. Möchten Sie dazu noch ein bisschen was sagen? Ja, der Master natürlich. Also ich würde jedem raten, versuchen, diesen Masterstudiengang zu bekommen. Viele Universitäten haben aber auch da noch mal eine Hürde eingebaut. Die nehmen also nur die besten Bachelorabschlüsse. Und dann ist so, der eine oder andere kriegt dann zumindest an seiner eigenen Universität womöglich keinen Masterstudienplatz. Trotzdem ist es sehr zu empfehlen, denn der Masterabschluss ist eigentlich der Standard. Abschluss innerhalb der Psychologie und da wird dann natürlich auch drauf geguckt. Wir stellen zum Beispiel auch nur in der Forschung jetzt, in meiner Abteilung, auch nur Masterabsolventen oder ehemals dann Diplom. Früher war das ja ein Diplom und mit einem Vordiplom kann man nicht so viel anfangen. Also da wird es dann auch noch mal ein bisschen enger möglicherweise. Es lohnt sich auch, einen guten Bachelorabschluss zu bekommen. Und die Masterstudiengänge sind jetzt noch sehr viel spezifischer, von Universität zu Universität ganz unterschiedlich. Bei uns, wir haben zum Beispiel 3 Schwerpunkte. Einmal geht es um mehr organisationspsychologische Schwerpunkte mit Führung und Personalentwicklung. Dann haben wir einen Schwerpunkt in der klinischen Psychologie. Und schließlich einen Schwerpunkt, der nennt sich Urteilen und Entscheiden, Judgment und Decision Making, wo also eher so allgemeinpsychologische, sozialpsychologische Aspekte im Vordergrund stehen. Die Frage, wie urteilen Menschen, wie treffen sie ihre Entscheidung? Das ist sozusagen der Master. Am Ende gibt es dann noch die Masterarbeit. Man muss dann auch noch mal beweisen, dass man mit all diesen Methoden, die man gelernt hat, die auf ein inhaltlich interessantes Thema anzuwenden. Und da wird natürlich auch später geguckt, wenn man sich bewirbt, wo hat dieser Student, wo hat diese Studentin ihre Schwerpunkte gesehen? Das signalisiert man dann auf eine gewisse Weise auch mit diesen Abschlussarbeiten. Und dann geht es womöglich in den Beruf. Ja, also Sie haben ja dann auch irgendwann Ihr Diplom gemacht. Wie war das denn dann? Also Sie mussten sich ja dann auch entscheiden, wo soll es hingehen und
Ja, vielleicht zeigen Sie mal so die Möglichkeiten auf. Ja, es waren viele Entscheidungen, die mit Psychologie zu tun hatten. Auch damals die Entscheidung, Psychologie zu studieren überhaupt, war irgendwie so bei mir, ja, es war nicht so ganz klar, was ich eigentlich gerne mochte. Und dann habe ich gesehen, in der Psychologie, da gibt es so viele breite Inhalte und da gibt es von Sprachpsychologie und Psycholinguistik bis hin zu Organisationspsychologie oder am Ende wurde es dann die Sozialpsychologie, so breite Inhalte, das hat mich irgendwie angelockt, weil ich mir eigentlich so ein bisschen unsicher war. Und danach war es relativ einfach. Ich war schon studentische Hilfskraft während meines Studiums in der Forschung beschäftigt. Das hat mir großen Spaß gemacht. Man hat mir dann auch eine Stelle angeboten. Ja, mach mal schnell dein Diplom zu Ende und wir haben eine Stelle für dich. Und auf dem Gleis bin ich eigentlich immer heute noch. Das ist dann immer weitergegangen, Promotion und irgendwann dann auch ein Ruf auf eine Professur. Das war so für mich relativ einfach, muss ich sagen, weil ich sehr schnell innerhalb des Studiums schon als studentische Hilfskraft, und das ist auch zu empfehlen, dass man da natürlich auch schon ein bisschen hinter die Kulissen schaut, gelernt habe, was mir Spaß macht und wo ich intrinsisch motiviert bin und in welche Richtung das gehen kann. Sonst gibt es sehr viele Möglichkeiten für Psychologinnen und Psychologen tatsächlich auch zu arbeiten. Viele denken vielleicht am Anfang auch vor allem an die klinische Psychologie, an das Therapeutenwesen, dass man also anderen Menschen hilft, psychische Probleme zu überwinden oder auch in der Beratung vielleicht, ja, Schulberatung, Eheberatung, solche Sachen. Das ist relativ, denken viele dran, aber diese Gebiete sind vergleichsweise klein. Im Vergleich zu dem, was geglaubt wird draußen oder von vielen gedacht wird. Ich glaube, Therapeuten sind etwa 18% aller Psychologinnen und Psychologen. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Und wenn man es umgekehrt ausdrückt, 82% aller Psychologinnen und Psychologen arbeiten eben nicht im klinischen und im therapeutischen Bereich, sondern man findet sie überall. In der Schulberatung, habe ich schon gesagt, ein ganz großer Teil ist natürlich auch die Wirtschaft, wo man Psychologinnen und Psychologen sehr gut gebrauchen kann. Wie reagieren die Menschen auf die Arbeit? Wie reagieren sie auf Veränderungen in der Arbeit? Und in der heutigen Zeit passiert das ja ständig. Wie ist das mit Gruppen? Arbeiten unterschiedliche Gruppen zusammen? Deutsche Arbeitnehmer mit Migranten? Wo ist das Problem? Was taucht da auf? Da braucht man also an vielen Stellen Psychologen. Dann gibt es den Bereich etwa der Verkehrspsychologie. Also die würden dann vielleicht beim ADAC arbeiten oder bei solchen Organisationen. Wie kann man Verkehr, Straßenverkehr, wie kann man den irgendwie gut organisieren, damit er für den Menschen brauchbar ist und Menschen sich da wohlfühlen, auch ordentlich reagieren. Wir haben einen großen Bereich in der Medienpsychologie. Zum Beispiel fällt mir jetzt spontan ein, also auch, es wird ja immer stärker, Kommunikation, YouTube und so weiter. Was steckt dahinter, wie funktionieren Menschen in dieser Situation? Und dann nicht zu vergessen, und das ist vielleicht auch ein bisschen überraschend, jetzt auch für Sie als Zuschauerinnen und Zuschauer, es sind die Methoden der Psychologie. Ich selbst habe auch mal eine Methodenstelle sozusagen bekommen. Wir haben eine sehr gute Ausbildung in Methoden, in statistische Auswertung und so weiter und sind dann auch an vielen Stellen interessant, die mit der Psychologie nicht unbedingt direkt was zu tun haben. Ich denke etwa an Pharmazie. Guter Freund von mir hat auch Psychologie studiert, arbeitet jetzt in so einem pharmazeutischen Bereich, wo es also darum geht, Studien zu konzipieren, Studien auszuwerten, die Daten aufzubereiten und so weiter. Dafür ist er Experte. Aber auch in der Medizin zum Beispiel. Das war bei mir der Fall. Ich habe dann in der medizinischen Abteilung über Jahre gearbeitet, wo ich dafür verantwortlich war, auch methodische Hilfestellungen zu geben, Rat zu geben für Mediziner, die jetzt so nicht so gut methodisch ausgebildet sind, wie etwa Psychologinnen und Psychologen. Das sind solche Anwendungsbereiche und viele mehr. Manchmal wundert man sich, dass man jetzt in der Wirtschaft oder so an bestimmten Stellen findet, dass jemand, der eigentlich ein Betriebswirt sein könnte,
früher mal Psychologie studiert hat. Ja. Ja, wollen wir vielleicht noch am Ende mit ein paar Vorurteilen, also die mal aufräumen. Also wir sitzen zwar gerade auf einer Couch, aber typischerweise sitzen Psychologen ja nicht den ganzen Tag auf der Couch. Ja, richtig. Ne? Da gibt es so manches Vorurteil und das wird dann auch enttäuscht. Ich denke jetzt gerade an Leute, die sich entschieden haben, Psychologie zu studieren. Ich erinnere mich mal daran, dass viele meinten, ich will ja nicht Englisch studieren. Das hatten wir am Anfang, ne, wo wir gesagt haben, man braucht unbedingt Englisch, weil jetzt englische Literatur der Standard ist bei uns. Da waren sie ein bisschen enttäuscht davon. Mancher denkt an die Couch und dass man da analysiert wird und dass man da von seinen Träumen erzählt und vielleicht aus der Kindheit und so weiter. Das finden wir also eher nicht. Es gibt da ganz wenige Universitäten, die darauf noch einen Schwerpunkt haben. Eine private Universität fällt mir dazu auch ein, eine psychoanalytische. Aber Sie haben bestimmt noch nie auf der Couch gelegen im Seminar, Frau Balzukat. Ich auch nicht in meinem Studium, ja, zum Glück. Diese Psychoanalyse, alles, was mit Sigmund Freud und zu tun hat, spielt im Studium vergleichsweise eine geringe Rolle. Also man sitzt mehr vom Computer und berechnet Varianzanalysen und Faktorenanalysen und so weiter, als dass man irgendwo auf einer Couch liegt. Also es ist auch kein therapeutisches Studium in dem Sinne, dass man vielleicht eigene psychische Probleme auf diese Art und Weise überwinden könnte. Davon ist ganz dringend abzuraten, wer also jetzt vielleicht zu einer Depression neigt oder irgendwie sowas, der sollte erst mal gesund werden und dann mit seinem Studium anfangen, egal übrigens welches Studium. Also, das ist bestimmt ein Vorurteil. Ein Vorurteil, das die Menschen von außen auch immer mitbringen, ist, dass sie analysiert werden von Psychologinnen und Psychologen. Und wer sich jetzt von diesem Vorurteil, dem das glaubt und sich dann verspricht von einem Studium, dass er dann in der Lage ist, alles zu durchschauen, was um ihn herum passiert und so weiter. Und womöglich auch noch sich selbst. Den muss man auch enttäuschen. Also das ist, wir lernen eigentlich eher eine wissenschaftlich fundierte Diagnostik. Haben wir übrigens vorhin vergessen. Ne? Diagnostik ist ja auch ein wichtiger Bestandteil. Dann haben Sie es genannt oder ich habe es vergessen inzwischen. Diagnostik, dann lernen wir also eher eine wissenschaftlich fundierte Art und Weise, jetzt zum Beispiel andere Menschen einzuschätzen und nicht in die Fallen zu tappen, die wir alle ja auch schon in Videos angesprochen haben, fundamentale Attributionsfehler, Halo-Effekt, sich auf den ersten Eindruck verlassen und so weiter, das lernen wir eigentlich nicht. Wir sind keine Menschenanalysten oder sowas, die jetzt spontan sagen können, ist so oder ist so. Das darf man sich auch nicht versprechen. Was gibt es denn noch für Vorurteile? Hatten Sie welche oder... Nee, eigentlich haben Sie so die meisten schon angesprochen. Okay. Gibt es denn noch einen Tipp, den Sie jetzt jemandem gern mitgeben würden, der sagt, ich will nächstes Semester oder nächsten Sommer anfangen, Psychologie zu studieren? Ja, also man kann sagen, auf jeden Fall bewerben, auch wenn es jetzt nicht ganz so rosig aussieht. Auch überlegen, was gibt es alternativ für Möglichkeiten. Wenn das mit den Noten vielleicht nicht so ganz geklappt hat im Abitur, ist ja nicht so, dass jemand, der jetzt kein so glänzendes Abitur hat, ja auch notwendigerweise auch ein schlechter Psychologe, eine schlechte Psychologin werden würde. Umgekehrt ist es aber auch nicht so, dass jetzt alle, die ein gutes Abitur haben, am Ende schlechte Psychologin werden. Die Leistungen im Studium hängen natürlich sehr eng mit den Abi-Noten zusammen. Das wissen wir übrigens auch aus der Psychologie. Da gibt es dann so korrelative Studien, da kann man das relativ gut zeigen. Aber nicht den Mut verlieren. Aber sich auch gut informieren, ist das wirklich genau das? Oder bin ich vielleicht auf einen Vorurteil, so wie wir am Ende noch gesagt haben, hereingefallen, erwarte mir vom Studium etwas ganz anderes, bin womöglich enttäuscht. Es lohnt sich durchaus auch, die Curricula sich anzuschauen. Also es gibt dann Vorlesungsverzeichnisse, wo man gucken kann, welche Vorlesungen werden angeboten, welche Seminare werden angeboten. Sind das Inhalte, die mich tatsächlich interessieren? Und wenn ja, dann ja, bewerben und toi, toi, toi. Ja, vielen Dank. Ja, gerne. Auch Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn Sie überlegen, überlegen Sie gut. Psychologie ist ein ganz tolles Fach für mich, aber auch nicht unbedingt für jeden. Und wenn es Ihnen gefallen hat, lassen Sie einen Daumen da, abonnieren Sie den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier. Ciao.